das ging ja. Da schluckt ja der Emperor mehr. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz in die Tasche. Was haben wir denn alles einstecken? Wir haben noch einmal Suppe. Ist zu. Guten Tag, junger Mann. Ich weiß, was ich machen wollte. $90. Könnte sogar rechnen. Gerade eingefallen, was ich kaufen wollte. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt kaufe. Ich wollte einen Rucksack eigentlich öffnen, also so eine Tasche mal kaufen. Auto anschalten wäre natürlich an. Eine Alternative, ne? Die Ilse fährt jetzt erstmal ein bisschen rum. Ich fahr jetzt mal dahin. Sonne, es ist so schön, ne? Ich weiß gar nicht, ob das im Stream so rüberkommt, aber hier ist es halt echt. Die Sonne auf dem Tank ist so. Ist halt echt schön. Mein Fakt ist, so kann die Ilse nicht arbeiten gehen. Sieht zwar sehr schön aus, was sie anhat, aber das kann sie nicht machen. Ja, also da hatten wir vor uns schon die Füßchen weh. Ich wollte mal gucken. Ich mag die Jacke. Die Jacke mag ich echt sehr gern. Es gibt aber halt hier jetzt keine schönen Jeans, ne? Nee. Gibt's nicht. 2,5 Stunden schon wieder? Ernsthaft? Wer soll das alles schneiden? Ja, danke. Da hast du recht. Ein sehr schöner Insider, muss ich sagen. Ein sehr schöner Insider.
nochmal Stopp. Mann, Mann, Mann. Ist aber viel Stopp. Oh, das heißt Licht. Aber wir können das Licht schon mal anhaben, ja? Wir werden jetzt genau noch an zwei Orte fahren, bevor wir arbeiten gehen. Weil das Suburban, das wir jetzt schon markiert haben. Dann noch würde ich gerne mal bei der Fahrschule vorbeischlendern, ob dort jemand ist. Wenn dort jemand ist, machen wir einen Führerschein. Oder versuchen es zumindest. Ja, wir versuchen mal die Kurschen. Weil ich glaube, dann gibt es dann auch direkt einen Test. Und ich glaube, in diesem Staat hat so gut wie niemand einen Führerschein. Weil diese Führerscheinstelle halt einfach nie da ist, ne? Also die Fahrschule, da ist einfach niemand da. Wir waren jetzt schon. Ja, wir waren ja schon mehrfach dort. Ich habe gelesen, beim Uncut-Stream war jemand, der war schon ein paar Mal dort, die oder er. Und da war auch nie jemand. Ich glaube tatsächlich, der Spieler vom Leon, der ist ja ständig online, ja, gefühlt. Ich glaube tatsächlich, dass er irgendwie Student oder sowas ist. Ja. Oder Schüler und hat. Hey, was die Ilse für einen Orientierungssinn hat, ist schon ein Traum. Sind wir zu schnell gefahren, ist mir gerade aufgefallen. Bin ich mal ausgestiegen, Mäuschen. So. Der Vorschullehrer hat seine letzten Worte geäußert. Nun lassen Sie die Kupplung kommen. Das kann sein. Oder so eine schnieke Lederhose. Das ist eine Jeans, ne? Die Schuhe habe ich unten GTA Online an, ne? Jeans sind halt alle so. Vielleicht geht sogar mal noch. Halt der Vorteil daran, wenn du einen jüngeren Charakter spielst, ne? Oh. Nee. Das nicht. Mann. Hallo? Ilse? Ja? Ich wurde gekündigt. Was? Ja. Warum?
Weiß ich nicht. Die haben gesagt, ja, gib deine Marke ab. Du Gerade eben. verarschst mich doch. Du hast ja noch Nein? nicht mal richtig angefangen. Ja, richtig. Und deswegen wundert mich das. Aber du bist gerade arbeiten, oder? So fast. Wieso fast? Naja, es könnte sein, dass mein Arbeitsweg eventuell um ein Kleidungsgeschäft herum verlief. Was heißt um ein Kleidungsgeschäft herum? Das heißt, 1000 dass. Dollar weniger auf dem Konto? Nee, so viel noch nicht. Ich habe noch nicht Noch gekauft. nicht. Ich guck erst mal nur. Muss nicht gucken beim Bekleidungsgeschäft. Doch, doch, man muss schon gucken. Nein, nein, du hast genug Klamotten. Hab ich nicht. Ja, gut, aber dann kauf keine Schuhe. Warum nicht? Du hast 72 Schuhpaare. Es sind nur 71 und kein passendes Paar zu. Ach, du verstehst es nicht. Du brauchst keine Klamotten. Wir wollen uns ein Haus kaufen. Nee, brauchen tue ich die nicht, aber es ist schön, sie zu haben. Ja, es ist schön, sie zu haben, aber das kannst du ja dann machen, wenn wir Sonntag das Haus gekauft haben. Darf ich ein paar Schuhe kaufen? Wenn ich dabei bin, ja. Na, dann muss ich doch meine alten Arbeitsklamotten wieder aus dem Schrank kramen. Ja, musst du halt, oder frag den Herbert, ob er Schuhe für dich hat. Nee, denn seine sind mir ja viel zu groß. Das sind ja halbe Kindersärge. Kindersack. Ich darf nicht lachen, Ilse. Ja, ich weiß, du hast es mit den Mandeln. Ja, Tut's genau. sehr weh. Ja, also wenn ich lache, tut meine Mandeln sehr weh, ja. Das ist nicht gut. Ich sage es noch immer, Eigenurin. Nee, ich google doch nicht meinen Urin. Frag mal den Herbert, vielleicht gibt er dir sein. Ja, aber der Herbert, der kommt ja nicht aus dem Hotel. Der ist wahrscheinlich schon wieder zu seinem Seniorenheim schon wieder geflüchtet. Nee, der ist nicht zum Seniorenheim geflüchtet, da will der nicht mehr hin. Der hat es ja bei allen Pflegerinnen versucht und keine wollten haben. Ja, und wieso wollte kein Pflegerin sie haben? Lieb haben? Wenn dich ein 93-jähriger Mann Ja, anspricht 93. und dir sagt, hey, Schnecke, wollen wir knacken? Würdest Was? du dann unbedingt mit dem wollen? Der Herbert Die hat's mir. Pflegerinnen angesprochen. Ja. Und gesagt, alte Witze knacken oder was? Ey, Alte. Ja. Oder ey, Schnecke. Das war auch sehr beliebt. Okay, ja, dann arbeite, dass das Konto schön gut sich füllt. Ja, was machst du Und denn jetzt, wenn du wirklich entlassen wurdest? nein, ich wurde noch nicht entlassen. Noch nicht. Gib dir Mühe. Was? Gib dir Mühe, wir brauchen die Handschellen. Ja, ich krieg übrigens bald gut 200 Dollar. 200. 300. 300, naja. Und die Stunde 600. Ja, das ist ja besser als nichts. Ja. Dann auf lange Schichten. Ja, was? Nach der Ausbildung gehen wir weiter Hühner jagen. Ja. Ich hoffe ja mal, dass die anderen auch irgendwann mal aufstehen. Mal den Herbert mal vielleicht mal mit dem zweiten Handy anschreiben. Ich habe kein zweites Handy. Ich bin ja froh, dass ich mit dem Ehen umgehen kann. Ja. Wir können ja mal später mal Mütze Glatze mit dem Herbert spielen. Das kannst du gerne machen, da freut er sich. Ich spiele nicht mit dem Herbert Mütze Ja, Glatze. du hast es doch vorgeschlagen, also willst du das auch machen. Das ist okay für mich, wenn du das gerne machen möchtest. Ich will das nicht mit dem Herbert machen. Nicht. Dein Eichelkäse ist schon der braunen Spachtel. Ja, aber wir müssen dem unbedingt noch mit der Lexi verkuppeln. Der ist Ja. so verliebt. Ja, Also wann ist denn zumindest bildet Lexi er sich da? das ein. Das weiß ich doch nicht, du kennst sie doch, ich kenne die ja gar nicht. Herbert müsste aber die Nummer von der haben. Ich dachte, die hat die dem nicht gegeben, das hat er doch gesagt. Ich habe ihm die gegeben. Denkst du, der merkt sich Zollen? Nein, aber ich habe ihm deine Nummer gegeben. Das ist ja traumhaft, als würde er mich nicht oft genug anrufen. Ei, nee. Na, aber wenn du die Nummer von der Alexi hast, da kannst du schon mal was klar machen für den Herbert. Ich soll für den Herbert ein Date klar machen. Ja. Der Lexi wird mich auslachen und wird jetzt gar nicht kommen, wenn Lexi da Ja, sie wäre. muss es ja nicht wissen. Lexi läuft da weg.
Wenn Ja. Herbert aussteigt. Dann versteck sie. Lexi versteckt sie, ja, okay. Dann melde ich mich später, wenn du mich Ja. wieder abholen kannst. Ja, viel Spaß. Jo, danke, ciao. Ciao. Ja. Das ist die komische rote, die hatten wir jetzt gerade schon mal. Das ist die komische Lederhose. Hallo Schutzfuchs, hallo Ankat. Mensch, der Leon vermisst euch richtig. Also dich, Herbert. Gibt's ja keine Button. Hallo? Ei, Ilse, bist du das? Ja, natürlich bist du das. Ich habe ja die Nummer Ja, gewählt. du hast mich angerufen. Hallo, Harald. Hi, Ilse, du sag Ja, mal, Ma. wo bist du da? Ich bin gerade ein bisschen einkaufen im Suburban. Im Suburban. Ja, Ei, wo ist denn der? ich bin im Norden. Ich wollte eigentlich zu den Hühnern fahren, aber naja, dann bin ich hier irgendwie. Nee, dir muss ich nicht vormachen. Ich habe Leon gesagt, ich bin aus Versehen hier gelandet. Aber nee, eigentlich war das schon durchaus geplant. Ach so, ja, so, also die Henrietta und ich, wir wollten eigentlich jetzt mal mit dir so ein bisschen rumfahren. Und du bist bei den Hühnern? Noch nicht, ich bin aber im Norden beim Suburban. Soll ich euch abholen? Das Suburban. Ist das sowas wie ein Turban? Ja, ich weiß noch nicht, ich habe noch nicht mit der Henrietta geredet. Ich bin eben erst aufgewacht, lang geschlafen, ne? Ja, muss auch mal sein, ne? Ja, Ne, war ich ja. könnte ja runter, also ich bin gleich fertig hier, dann komme ich runter zum Hotel und dann können wir uns ja immer noch bequatschen, was wir Ah machen. ja, So dann machen machen wir wir das. das so. Ich Ja. gehe jetzt erstmal und suche die Henrietta. No, mach das. Ich müsste vorher aber auch noch mal schnell auf Toilette, ne? Das könnte ein paar Minütchen Ah dauern. ja, kein Problem. Ja, dann bis gleich. Bis gleich. Leon will mit, ja, hat er gerade gesagt, er will mit Herbert Mütze glatt zu machen. Die Jacke kann sie anlassen. So, ich gehe nämlich jetzt mal schnell hier hinten ins Eck. Ich reise aus sofort. Gut, ich mache ganz kurze Pause. Moment, die Ilse muss aber erst mal schnell. Ich lasse euch hier, pass auf, ich lasse euch hier so gucken. Ja, falls jemand kommt, dann könnt ihr die Kriminalisten wegjagen. Ich bin mal ganz schnell weg und bin gleich wieder da.
Tja, bin ich wieder. Habe ich was verpasst? So, dann fahren wir jetzt zu. Nö, gut. Ja, Ankat. Der Leon redet gern und viel. Und er ist immer einen Meter voraus. Ach ja, schön. So. Das hier ist erstmal diese Jeans und Button an. Button müssen sein, ne? Zum Hotel. Ist einmal um die Insel gefahren, ne? Kann man schon mal machen. Ein Auto anmachen wäre auch nicht schlecht. Huch! Kommt einer, ne? Ist das richtig? Nee, Kamera. Nee, kommt keiner. Rundfahrt. Dabei wollte es ja eigentlich arbeiten gehen. Es fällt mir wieder ein, was ich machen wollte. Einen Moment. Audio. Nicht ganz aus. Nicht ganz aus. So. Ilse kann Inselrundfahrten. Eine Hafenrundfahrt wäre auch schön, ne? Jetzt ist besser, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt im Sound müsstet ihr trotzdem noch hören. Aber ich glaube, jetzt hört man die Gespräche besser, wenn wir die im Auto führen. Das ist ja ultra nervig, wenn man nichts hört. Aber wenn die Ilse so Rundfahrten anbieten würde, dann würde sie wieder. Also würde sie nicht so aufs Gaspedal treten. Generator an, Moment. Henrietta? Hallo, Ilse. Hallo. Du, der Harald, der hat noch den Schlüssel vom Leon für diesen Easy. Ach, wir könnten uns auch irgendwo treffen. Na, wollen wir uns da gleich bei den Hühnern treffen? Ja, die waren im Norden, hast du gesagt, oder? Die sind im Norden, ja, ja. Ja, die werden wir schon finden, dann treffen wir uns im da. Da musst du nicht herkommen. Im Norden, ja, ja. Na, super, okay. Dann sehen wir uns dort. Alles klar, dann bis gleich. Na. Jetzt. Fährt die Ilse wieder hoch. Geil. Mich hört man gut, Leon ist ein bisschen leise. Ernsthaft, der ist leise? Mir platzen teilweise die Ohren hier. Aber die Henrietta und so hörst du akut, oder? Die Geräusche sind ja eigentlich bloß die Fahrgeräusche und so. Ja, das Problem ist nur, wenn ich ihn jetzt beim normalen Reden laut mache, also lauter. Ne? Und er dann anfängt mit Lachen, dann platzt mein Trommelfell. Das ist ja eine Stoppstraße, nehmen wir an. Keine Ahnung, ich sehe es nicht. Huch!
Pro Lachanfall 500 Dollar. Die anderen hört man gut, ja, das ist gut. Das liegt, glaube ich, auch immer ein bisschen daran, wie die Voice Range eingestellt ist. Also diesmal hast du mich nicht erschreckt, weil ich tatsächlich damit gerechnet habe. Wie man die Voice Range einstellt. Also jetzt, so wie ich jetzt sie habe, ist man auch nicht unbedingt laut. Weiß nicht. Vielleicht hat er die standardmäßig so eingestellt. Guck mal, da ist jemand. Ach, guck doch mal, wer das ist. Fahren wir doch mal langsam vom Weg. Ja, die Linksfahrer, ne? Schlimm, schlimm, schlimm mit den Linksfahrern. Erstmal ausbremsen. Nee, ich bremse sie nicht aus tatsächlich. Fahre ich nur ein bisschen gemütlicher, damit die hinterher kommen. Dann müssen die nicht so suchen. Das ist ein böses Gedanke. Ich finde es so geil, wenn der Feuer in Ordnung ist. Das macht mich einfach so flimm. Ich finde es geil. Ich bin schon lange weg. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht geguckt. Die Ilse kann da nicht gleichzeitig noch einen Rückspiegel gucken. Wie stellst du dir das vor? Ach ne, ich habe leider die Taste vergessen. Auf dem Controller, meine ich jetzt. Danke, Ankat. Dankeschön. Y ist aussteigen, oder? Aber C passt. Das hilft mir schon bald. Die beschweren sich über meinen Fahrstil. Mein Fahrstil ist super. War extra scheiße. Ich sah langsam hier vor. Für die Deppen. Muss mal festhalten. Y ist tatsächlich aussteigen. Was, der Harald fährt, das wird ihm. Jetzt setzt es sich wieder hinten rein. Na, ist ja ein Traum. Ilse. Vor allem das Auto ist so klein, ne? Warum Hallo, ihr belegt. Achso, ich muss ja den Knopf drücken. Hallo, ihr belegt ja hier die ganze linke Spur. Mensch, ich war ganz überrascht. War deine Jacke noch auf oder wieso musst du den Knopf drücken? Hi, hallo. Ja, manchmal, da geht die oben auf. Die habe ich mir vor uns erst gekauft. Die sieht aber auch schick aus. Die hast du auch eine neue Hose und Schuhe? Na, also es war so, der Leon hat mir die Jacke gekauft und auch eine schicke Hose und ein paar schicke Schuhe. Und dann habe ich mir gedacht, zum Arbeiten, das ist aber nicht so gut, also habe ich mir ein paar Botten gekauft. Ich glaube, wir brauchen auch andere Klamotte. Ich meine, sonst muss der Trenchcoat bald in die Reinigung. Ich wollte ja schon gestern den Staub da ein bisschen rausgebürscht. Ja, du musst ein bisschen aufpassen jetzt und dann gehen wir gleich mal einkaufen.
Ja. Ja, da, wenn wir dann zum Verarbeiter fahren, da wäre dann auch ein Kleidungsgeschäft, ein günstiges. Ach, ja, das ist ja schön. So, und da müssen wir jetzt hier die Hühner fangen tun. Ja, die hier überall rumrennen. Ach, die gaggern ja so laut, das ist ja Ja, schlimm. Ist ja, ja ja. ohrenbetäubend. Ich glaube, ah nee, da ist es weg. Da, na, das ist, die sind aber auch flott. Na, ich sage dir, da bist du fit im Alter. Ach, das ist ja fast noch anstrengender als das im Dreck buddeln. Nee, also ich finde das aber angenehmer, aber ich arbeite auch gern mit Tieren. Ah Na. ja, du sag mal, hat nicht gestern oder vorgestern einer gesagt, dass man könnte auch angeln gehen? Das kann man auch, das wollte der Leon mit mir vorhin schon machen. Aber das wollte ich nicht ohne euch machen, weil du angelst doch so gerne, Ah Harald. ja, angeln, das Oh, ist ja das meine würde dem Harald Leidenschaft. Spaß machen. Ja, und da wollte ich nicht ohne euch gehen. Das war mir dann nichts. Ey, du, da, jetzt, fast hätte ich es gehabt. Die sind unfassbar flink, die kleinen Ja. Kerlchen. Ja, die rennen hier ganz schön wild durch die Gegend. Ja, da muss man einfach richtig zuhauen. Die muss man kurz betäuben. Ey, die sind aber. Eins. Na, herzlichen Glückwunsch. Nö, ich weiß nicht, ob euch das dann was ausmacht mit dem Schlachten. Ach nein, das haben wir früher immer gemacht bei meinen Eltern. Ach ne, dann ist ja gut, weil ich glaube, der Leon hatte vorhin so ein bisschen Schwierigkeiten damit. Warum denn das? Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass da kein Blut sehen kann. Ach, der Niedliche. Ja. Und aber das Gute ist, man weiß genau, zu welchem Chinesen man gehen kann, weil der immer die frischeste Ware hat. Das stimmt, aber der hat ganz schön viel Huhn, glaube ich, auf der Karte. Ja, da gibt's nur Huhn. Das ist ein Huhn-Chinese. Ein Ei, also so Huhn-Chinese? ein Hunde. Nee, der hieß Li. Ei. Ach so, also, Und und der weiter? hat Peking-Ende und so Linese weiter. heißt er. Linese. Linese. Ja, Ah ja. Nese ist der Nachname. Und Li mit Vornamen. Ja. Ich weiß auch nicht, ich finde das auch komisch, aber der hat gesagt, das ist ein normaler Name. Ah ja. Das, Da ach Leon will da. mit dem Herbert Mitzeklatze spielen. Was? Ey, was wollen die tun? Mitzeklatze spielen. Ist das sowas wie Halma? Nee, ich dachte schon an ein fremdes Ist Gartenspiel. ein. Mützeklatze. Ah, Moment mal. Der Ich dachte, Vorteil das ist jetzt spielt man beim Hühner. alleine. Ach so, das spielt man alleine. Ach, ist das Ja. sowas wie den Hahn würgen? Den Die Jürgen Schlange, würgen. Schatz, die Schlange. Naja, auf jeden Fall kann ich das große Auto jetzt erstmal nehmen. Da passen richtig viele Hühner hinten auf die Ladefläche. Ah Ja, ich ja, das glaube, ist hier ja viel passen besser. höchstens zwei oder so rein. Wir haben, ey, Henrietta, hast du jetzt den ganzen Schrott von gestern noch ausgeladen? Ja, siehst du den? Ach so, ja. Da liegt er ja. Das ganze Plastik. Toll, jetzt liegen, wenn die Hühner das essen. Denkt dran, dass ihr nicht so viele in der Tasche tragen könnt, ne? Weil ihr habt ja nicht so viel Platz. Die Hühner Hab wollen ja auch auch viel zu atmen viel können. Suppe. Naja, wir können das ja so machen, auch, dass man dann, dass ihr Hühner mit bei mir neipackt und wir teilen uns dann das, was wir jetzt verdienen. Ah Ja, wie ja. ich gesagt habe, in diesen Kofferraum passen nur zwei. Ja, dann teilen wir das dann nachher einfach. Das ist ja überhaupt Ey, da kein passe jetzt Problem. kein, gar kein mehr rein. Ich glaube, die Henrietta ist traurig. Dass da nicht so viel Platz ist. Ja, vielleicht haben ihr die Hühner auch leid getan. Ei, ja, beim Fische. Ei, Fische sind ja auch nicht so charismatisch wie so Hühner. Die gucke einen manchmal so Ja, an. das stimmt.
Aber da wird's der Henrietta nachher am Schlachthof gefallen. Da sind auch noch ganz viele lebende Hühner. Ach, das ist ja eben. Hilfe, ich komme irgendwie nicht ran an dein Auto. Konntest du das ein Stück zurückfahren? Ach so. Echt, wenn du das Huhn hast? Ja. Wenn du, ich weiß nicht, ob du überhaupt rankommst, tatsächlich. Na, oder ich gebe dir das Huhn. Ja, gib's mir. Kommst du irgendwann, von der Seite müsstest du eigentlich rankommen können. Na, hast du's. Ach, das flattert ja ganz aufgeregt. Ja, halt's gut fest. Harald, kommst du an den Kofferraum ran? Ah ja, ich hab das jetzt da mal reingelegt. Ja, ne? Sehr gut. Die sieht's, glaube ich, anders. Ey, Henrietta, fast hast du es gehabt. So. Ja, pass auf. Ich auch. Da. Komm her. Bock, 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 bock. Nee, das funktioniert nicht. Gut, müssen wir machen. Ja. So, und Leon, was. Also. Hat der jetzt wirklich jetzt beide. Und was macht der jetzt bei der Polizei? Na, jetzt gerade macht er Ausbildung. Also die haben jetzt heute und morgen ein Modular. Und dann müssen die lernen, ne? Aber er sagt, das geht so eine Stunde, aber da glaube ich noch nicht so ganz dran. Ach so, da macht er dann jetzt sowas wie Gesetze 101 und so. Ja, davon gehe ich aus. Scharfschützenkurs 2.0, ich weiß nicht, irgendwie sowas wird das schon sein. Wie führe ich eine nette Polizeikontrolle durch? Wie behandle ich Bürger, die bei mir ins PD kommen und sich beschweren möchten ordentlich? Das ist ein gutes Modul, da muss er ganz genau aufpassen. Da machen die sowas wie Bürgernähe. Na, ich weiß nicht, ich kenne den Stundenplan jetzt nicht so genau. Ich habe ihn nur gerade hingebracht, ne? Ach so, ja, das ist ja schön. Bis morgen, Ankat. Na, das würde ja hoffentlich mal erzählen, was sie da machen. Ja, ich gehe davon aus. Der redet glaub, ja gerne. Ich glaube ja, der Herbert, der geht jetzt schon wieder, der steht auf und geht gleich wieder ins Bett. Meinst du? Ne, der Herbert, ja. Der ist so ein bisschen kaputt, ne? Der hat ja nur gestern Uhr gearbeitet und in seinem Alter, das kann man nicht mehr so verkraften. Das stimmt schon. Aber ich finde, das hier hat fast ein bisschen was von Yoga. Ah ja, das ist jetzt der fangende Hühnerdieb. Genau. Die haben doch alle so komische Namen, wie die Kuh, die am Morgen die Sonne erwachen lässt. Da, eins kriege ich noch. Die beiden anderen, die halten. Jetzt bin ich doch ans Auto rangekommen. Ach, na Gott sei Dank, das ist ja gut. Ne, da passt viel rein, ne? Musst aber aufpassen, da ist ein Waffenfach drin, da hat der Leon eine Pistole liegen. Ach, wieso hat denn der ein Pistol? Na, ich nehme an, zum Selbstschutz, gerade jetzt, wenn er selber ein Wachtmeister wird. Ei, ach so. Und, also die Polizei ist jetzt ja unterbesetzt. Hast du was vom Krankenhaus gehört? Nee, ich bin aufgestanden und da hat ne, der Leon hat anscheinend Sehnsucht. Der hat sofort angerufen. Ich war noch nicht mal richtig wach. Sofort? Der ist ja richtig... Ein Meter voraus, ich sag's dir. Der ist ja eidert aus. Immer einen Meter weiter als wir anscheinend. Ja. Na, auf jeden Fall hat er dann gleich angerufen und dann sind wir gleich los, ne? Ach, das ist ja... So. Wie viel Hühner passe denn darin? Harald, nicht so energisch. Wie viel Hühner passe denn darin? Na, Huhn wiegt 4 Kilo. Das sind nämlich ganz schön dicke Hühner. Ach, das sind
Fast schon Sind es Truthähne. Hähnchen? War das eine Stimme, die wir gerade gehört haben? Ich kann das Auto nicht mehr öffnen. Das geht. Ja, das ist aber... War fast gar nicht mit ihrem weißen Gefieder auf dem weißen Schneebude. So muss man dann eigentlich ab da fast müssen wir da eigentlich weit fahren. Vorsicht, nicht so wild. Nee, so weit nicht. Wir müssen dann noch ein Stückchen in den Norden. Da ist ja auch das Bekleidungsgeschäft. Und dann müssen wir wieder in die Stadt. Ah ja, ich bräuchte vielleicht noch einen Schal, weil ich hab das auch ein bisschen mit dem Hals heute. Ich hab das gestern nicht vertragen. Ja, der Leon hat auch eine Mandelentzündung. Na, ich hab das, glaube ich, nicht vertragen, dass ich gestern so viel... Durch den Wind in der Grube hat das ganz schön gezogen, ne? Ah ja, eher beim Durchschreien beim Herbert im Auto. Ja, und auch das Brechen, das geht auch auf den Hals. Na, auf jeden Fall, der Leon kann auch nicht so sehr viel lachen, der hat mit den Mandeln. Der hat aber auch schon was Komisches erzählt, ich weiß es nicht. Ich hab dann nicht mehr so genau zugehört. Ah ja, an den Mandeln, da muss der ihn. Was hat er denn erzählt? Ne, irgendwas mit Mandeln am Arsch, ich hab keine Ahnung. Ei, Hämorrhoide? Aber eigentlich sind die doch da oben im Hals, oder nicht? Ja, ich weiß auch nicht. Also, ah ja. Der ist sowieso manchmal ein bisschen komisch. Ah ja, aber Mandeln am Po... Ja, dann passt er ja gut zum Herbert. Ei, da fallen mir nur Hämorrhoide ein. Ach, was er mir erzählt hat, das wollte ich euch unbedingt sagen. Die Lexi Schmexi, die der Herbert so gut findet, ja. Ah ja. Die muss wohl jetzt beim SD arbeiten, das hat der Leon erzählt. Ei, das SD, was ist denn das SD? Das sind die Sheriffs von hier oben aus dem Norden. Ach, dann sind die ja bald Kollegen so ein bisschen. No, da habe ich gedacht, da könnten wir doch vielleicht, wenn der Herbert mal wieder da ist, mal vorbeifahren. Ach. Nicht, dass die den gleich in Handschelle legt, vielleicht möchte das ja. Wir können ja mal fragen, ob da eine Fixie arbeitet. Na, aber nicht, dass die das in den falschen Hals kriechen. Na, das sind ja auch Polizisten. Und am Ende legt die dem Herbert die Handschelle an. Das gefällt dem doch bestimmt. Naja, ich weiß nicht, ob es ihm dann wirklich noch gefällt. Naja, der ist dann auch ein bisschen Jammerlappen manchmal, ne? Ah ja. Nee, aber wenn der Herbert wieder da ist, vielleicht können wir da ja mal gucken fahren. Weil ich mir eine Idee. Wenn er da ein bisschen hartnäckig bleibt, vielleicht kriegt er ja doch noch die Telefonnummer. Ja, vielleicht wird der Herbert dann auch ein bisschen ruhiger, ne? Was wenn macht so Harald da mit meinem Auto? Eine Freundin hätte. Oh, guck mal, ein Hubschrauber. Da hinne. Wo ist ein Bär? Ein Hubschrauber. Ach, ein Hubschrauber. Ein Hubschrauber. Einer hupt, der andere schraubt. Und der macht beides. Ich hatte mich eben schon gefragt, woher dieses knatternde Geräusch kommt. Hast schon gedacht, Mensch, wir liegen ja gar nicht im Bett. Hier sind auch nicht so viele Leute. Nee, ich glaube, mit Tieren haben es die meisten hier nicht so. Die buddeln lieber oder wühlen im Müll. Ja, weil die da so viele schicke Schuhe finden. Ja, vielleicht. Da findet man ja auch sehr viel so Agumuladore und so. Ja. Aber ich brauch dringend, ach guck dir meine Hose an, die muss in die Reinigung, ich brauch dringend eine Arbeitshose. Ja, wir fahren dann gleich dorthin. Na, das machen wir dann gleich sofort. Deswegen habe ich mich ja auch umgezogen, die andere Hose war weiß, das geht nicht.
Die weiße Hose. Ja, und so hohe Schuhe, na, das sind eigentlich Schuhe, die kannst du nur drin sitzen. Was für hohe Schuhe? Na, vorhin der Leon hat mir ein paar hohe Schuhe gekauft, die sind sehr schön, aber ne, schnell laufen kannst du darin nicht. Du mit einem Absatz? Ja, ja, aber das war gut, weil du kannst die Hühner direkt so ein bisschen anspießen, damit die nicht wegrennen. Das ist aber schon gemein, wenn du nach den Hühnern trittst. Nee, ich hab nicht nach denen getreten. Aber wenn du da ordentlich, naja, wenn du da günstig triffst, dann bleiben die stehen. Ach so. Und gackern auch nicht mehr so laut. Ja, das ist schon echt laut hier. Ach, das ist aber langsam, geht mir auch die Pust aus. Na, ein bisschen hältst du schon noch durch. Ah ja, aber wir sind ja alle nicht mehr die Jüngsten, ne? Harald, das ist Training. Das stimmt, aber wenigstens wird uns dabei nicht kalt. Aber wir können ja nachher, wenn ihr wollt, auch gerne mal gucken bei dem Fischen. Vielleicht macht es dem Harald ja Spaß. Ah ja, ja, Fische. Das wäre super. Aber ich glaube, da müssen wir bestimmt erstmal zum Baumarkt einen Köder holen, nicht? Ohne Köder beißen die doch nicht. Ja, ich glaube, ja, Angel brauchen wir. Das ist natürlich eine Idee. Achso, hier nur zwei anstecken. Warte, ich guck mal kurz, wie viele Hühner wir jetzt hier drin haben. 26, das passt, müssen wir es rein. Ja, so viele passen dann auch nicht mehr rein. Aber ich würde das Auto schon voll machen, oder? Ja, das denke ich schon. Das wäre eine gute Idee. Ich glaube, auch irgendwas am Kopf. Ich denke, das Auto hat. Ja, ihr seid ganz schön energisch mit dem Auto. So, ihr habt schon Kraft in der Arme, wenn ihr den Kofferraum aufmacht. Das ist wegen dem Training. Ja, ja. Aber so viel kann man das nicht machen, da kriegt man dann Muskelkater. Ei, Ilse? Ja, Harald? Der Kofferraum geht nicht mehr auf. Vielleicht, ich probiere es nochmal von der anderen Seite. Ja, besser ist vielleicht, Harald. Probier es einfach mal. Das war der falsche Kofferraum. Ei, ja, da hast du jetzt recht. Das war unserer. Ei, ei, jetzt funktioniert es wieder. Soll ich euch mal was verraten? Ja, bitte. Ei, was dann? Henrietta, ja. Ich kann dich nicht hören. Henrietta, die Ilse hört dich nicht. Was die, ist da? Die Hühner sind so laut. Was ist da noch? Da in dem Zaun. Ja. Da steht eine Autofata Morgana. Das ist die Luft. Nur ein Auto, was die Phönixer gerade vom Leon ausgeliehen hat. Wer ist denn die Phönixer? Das ist die Tochter vom Leon, dachte ich. Ach, und ich dachte, die hießen Uncut und Freak. Ich sag nichts mehr. Mein Kopf funktioniert, glaube ich, wegen der Erkältung noch nicht ganz gut. Ja, das kann manchmal sein. Und gerade wenn du Medikamente nimmst. Ja, Harald? Ich glaube, hier sind sehr viele Vater. Also, vielleicht gibt es hier die eine oder andere Vater Morgana. Könntest du vielleicht mal ganz kurz in dein Auto einsteigen, damit ich mich davon überzeugen kann,
welches denn jetzt das Richtige ist. Ja, das kann ich machen. Ich fange nur noch schnell das eine braune Huhn hier, okay? Ah ja, ich sehe hier nur weiße und die ganz schlecht. Ja, das sind die Tornhühner. Ja, ich brauche ja auch Brille, ne? Haben die da in dem Suburban da auch Brille? Weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht geguckt. Hier in der Nähe ist auch bloß das Bingo. Ei Bingo, da waren wir auch schon mal einkaufen. Die haben eigentlich. Na, die hatte kein Brill für mich. Ich guck Aber mal dahin. ich steige gleich ins Auto ein, keine Sorge. Ich guck nur mal ganz kurz da was. Ja. Ja, alles gut? Ja, die Fata Morgana ist weg. Das ist Ei, schön. ist Harald, sehr gut. bei dir auch alles gut? Ich muss gucken, Ich glaube nicht. ob ich wirklich richtig stehe. Das sehe ich, wenn der Kofferraum aufgeht. Also irgendwas ist hier komisch, aber so geht's, glaube ich, besser. Wolltest du dich mit dazu setzen? Ich weiß nicht so, glaube. Vielleicht musste mal ein bisschen auf den Topf gehen. Oder die Augen mal richtig doll reiben. Na, jetzt hast du dich. Jetzt sehe ich wieder richtig. Jetzt sehe ich alles klar. So, ich konnte jetzt auch die Hühner endlich. Du Jetzt wusste siehst ich, wo alles sie. klar. Ah ja, jetzt da. Vielleicht sollte ich mir mal die Augen reiben. Ich habe jetzt die. Henrietta, siehst du auch alles klar? Mache ich gerade was Komisches? Nee, nee, alles gut. Dann sehe ich, glaube ich, klar. Ich glaub, hier oben spuckt's. Hier, Vielleicht soll ich noch. Henrietta. Ja, guck mal ganz genau in den Kofferraum. Das ist schon ganz gut. Man muss da immer mal richtig nein gucken, ne? Ich glaube, wir fahren jetzt besser zum Schlachter. Warte, einen Harald, schiebe ich noch. auch du guckst noch mal genau rein. Das finde ich in Ordnung, damit wir nichts verlieren, ne? Ah ja, ich guck jetzt ganz gut in den Kofferraum rein. Oder ach nicht. Schön. Ich glaube ja hier oben, das ist sowas wie die verwunschene Prärie. Deswegen ist ja auch keiner. Die haben alle Angst. Da bleiben Ei, mehr hier Hühner soll es für auch uns. Hexen geben mit roten Haaren. Ich habe Ei, am. eine SMS erhalten. Ach, der Leon bestimmt. Vielleicht gibt es ja sowas. Da Ist gehe er ich noch schon mal hier fertig? oben noch Müssen wir um. gleich gucken. Vielleicht noch um Jedi. Meinst du, das gibt's wirklich ein Jedi? Ah Der mit dem ja. Lichtschwert aus dem Einer, Fernsehen? der Jedi. Der Jedi, ja. Mit Luke und so. Der so aussieht wie der. Ach, wie heißt der noch mal? Der Bigfoot. Der Bloß hat halt in große weiß. Füße? Ah ja, die nenne den so, weil der so groß Fuß hat. Ach so, ne, das verstehe ich, ja. Ei, was sagt denn der Ach, Leon? ist der Leon süß. Der hat mir geschrieben, dass sein Handy aus ist, welchen der Fortbildung, also seiner Ausbildung. Und ich hab dich lieb, hat er geschrieben. Ach, wie niedlich. Ach, das, ja. Henrietta, wollen wir nicht vielleicht doch lieber losfahren? Nicht, Wollen wir, dass. was ist denn? Nicht, weiß nicht. Es passieren seltsame Dinge hier oben, ich sage es dir. So ein bisschen gruselig ist es schon, ja. Was hat denn der Leon geschrieben? Der hat geschrieben,
dass er mich lieb hat und er das Handy jetzt ausmacht wegen der Ausbildung. Ah ja, besser ist es sonst, wenn der am Steuer sitzt und dann so ein Handy hat. Na, dann lass uns doch mal fahren, wenn der Herbert das Huhn, ach, der Harald das Huhn gefangen hat. Schön, dass es da oben auch noch mal steht, ne? So, ich bin dann soweit fertig. Ja, das ist gut. Ich musste nur schnell dem Leon zurückschreiben, dass der dann nicht denkt, ich mag den nicht. Gut. Zurzeit muss mir dann mal einer nochmals hier dieses Smartphone da erklären, wie schreibt man dann da SMS? Na, du hast doch, wenn du das mal aufmachst, da hast du ganz links hast du den Anruf, wo du einfach anrufen kannst. Daneben hast du doch das Symbol, das aussieht wie so eine kleine Sprechblase. Ah ja, ist das dann sowas wie Schnotzweb? Da kannst du deine SMS lesen. Und wenn du daneben hast du doch deine Telefonbuchliste. Und dort kannst du, da kannst du die Person auswählen und mal eine Nachricht schreiben. Ey, guck mal, da hat der Herbert mir eine Nachricht geschrieben. Ich hab eine Panne, hilf mir. Na, jetzt aber gestern. Jetzt ist zu spät. Brauchst du auch nicht mehr helfen. Dachte, der hat eben eine Panne. Im Kopf, ja. Siehste, wir hatten doch mit dem jungen Mann, mit dem Freund von Leon gesprochen. Ach so, der ja, uns wie doch wegen der Nase das Ding da. Wegen dem Nase. Oh ja, da müssen wir ja auch noch in dieses PDM hieß das, glaube ich. Das PD, was? Ich hab's schon wieder vergessen. Ja, stimmt, das war irgendwas mit Betäubungsmitteln, ja. Ein BDM, ne? Ja, irgendwie sowas war das. Naja, wollen wir dann erstmal losmachen und zur Schlachterei fahren, ne? Wo ist denn die? Ich fahr von weg. Gut. Ne? Wir teilen uns die Kohle natürlich jetzt mit denen, ne? Also das machen wir natürlich. Weil, wir dürfen nicht vergessen, ne? Die sind ja Freunde. Klappt das mit den beiden? Nicht über sie drüber fahren. Vorsicht! Stoppstraße! Das war ich aber nicht, das war der Harald. Der ist dran gefahren. Ich glaube, es gibt tatsächlich ein paar Desyncs, deswegen sah das jetzt also komisch aus, was die hier gemacht haben mit dem, wenn die den Kofferraum eingedingst haben. Alles gefixt, gar kein Problem. Nee, das passiert. Also ich meine, das kannst du keinem Server vorwerfen. Ich weiß ja gar nicht, wie viele Spieler jetzt gerade drauf sind im Moment.